Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier auf meinem Twitch-Kanal. Und zwar zu WarioWare Inc. Microgame Mania. Ja, ein Spiel für den Game Boy Advance und ihr seht noch nicht viel. Ihr seht nur Deutsch, weil wir spielen es heute auf Deutsch. Und ihr seht auch in Anlehnung an das Spiel, den heutigen Game-Rahmen, es geht um Kohlemann. Es geht richtig um Zaster, aber nicht für uns, sondern nur für Wario. Der hat nämlich eine ganz tolle Idee, die ihm beim Seppen kommt. So, und ich würde jetzt einfach mal... So, Deutsch. Nintendo! Das Intro ist schon so geil. Wario, ey. Aber noch in seinen normalen Klamotten. Verkaufszahlen sind gestiegen. Hier der Grund. Puyo-Po? Nee, Puyo-Ro. Ist es so cool? Kommt voll nah ran. Und jetzt denkt sich Wario, Was? Mit Videospielen kann man Kohle machen! Hat sich sein Rocker-Outfit angezogen. Und geht erstmal shoppen. Ja. Also so sah es eigentlich auch aus, als ich Let's Plays gemacht habe. Als ich Let's Plays angefangen habe, so von wegen, Was, Let's Playen und dabei Kohle machen? Kling, kling! Habe ich mir auch erstmal einen Computer geholt. So, erstmal eine Firma gegründet. WarioWare Incorporation. Ja, jetzt die fette Kohle. Jetzt muss Wario erstmal ein Spiel programmieren. Merkt aber, dass er überhaupt keinen Bock drauf hat. Aber schlau wie Wario ist natürlich, lässt er andere für sich arbeiten. Yeah, alles da, ruf meine Freunde an. Hello? Oh yeah. Die geile Musik, ey. WarioWare Incorporation! Der erste Teil von WarioWare. Es hat ja inzwischen schon sehr viele Ableger gegeben. Aber hier mit dem ersten Teil, der inzwischen auch für die Wii U rausgekommen ist, hat das alles angefangen. Die geile Mucke, ey. So! Okay. Dann machen wir erstmal einen Namen. Ne? Und Leute, leider passt Marcel nicht hin. Und deswegen, da fängt der Spaß schon am Anfang an, werde ich einen Zufallnamen nehmen. Wario Vertrauen. Dankeschön, HemdDMK, für deinen Resub. Dankeschön fürs Resubben. So, willst du Wario Vertrauen? So, Leute, pass mal auf. Jetzt sucht Wario uns den Namen aus. Ich mach das ein paar Mal, denn... Lump. Ist das okay? Nein, nochmal. Dovi. Dicke Mal, Dankeschön für deinen ersten Sub. Danke für die Unterstützung. Dovi. Aber Leute, ich will mal gucken. Vielleicht kriegt den coolsten Namen raus, den Wario uns gibt. Warte, da gibt es einen ganz lustigen Namen. Dovi, nein. Chaot. Ja, okay, vielleicht. Lump, nein. Komm mal, könnt ihr es sehen? Nein, ich glaube nicht, wa? Loser. Aber ich finde lustig, das dürfte man sowas heutzutage noch machen. Weil er kann... Oh, Jumbo, es nennt er mich auch noch fett. Ich habe vielleicht über die Jahre ein paar Kilo zugenommen, ist ja okay. Ja, aber es ist vollkommen in Ordnung, 95 Kilo zu wiegen, wenn man fast 2 Meter groß ist. So. Hippo. Er hört einfach nicht auf, mich fett zu nennen. Alter, vor allem Wario, wisst ihr? Nein, bin ich dick. Louie. Pikmin Foreshadowing. Lump. Nee, okay. Okay, ich werde ihn einfach gleich einen Namen nehmen. Champ. Geil. Nee, aber er kann einen auch Assi nennen. Assi. Ist sowas nicht schon ein bisschen zu hart für so ein Videospiel? Dass ein Videospiel beleidigt, sonst kommt doch wieder, sonst kriegt doch Nintendo wieder böse Briefe. Auf jeden Fall gibt es auch Hasi. Nee, Wario bitte nicht. Kulo. Bär. Killer. Killer 12. Nee. Mann, wo ist denn hier der geile... Man sieht es vielleicht ganz kurz, weil der Name ist dabei. Der Name Assi. Den sieht man ganz kurz vielleicht. Angel. Ja, ich will mich jetzt auch nicht so lange hier aufhalten. Komm, irgendwas Lustiges. Irgendwas Cooles. Dam, da, dam, bam. Ich nehme jetzt einfach Lump. Lump ist cool. So. Ich bin ein Mann.
obwohl von hinten aus eher wie eine Frau. Aber nur von hinten. So. Lump. Diamond City. Im Jahre 2000X. Dankeschön, Future Fedarunia, für dein Sub und deine Unterstützung. Dankeschön. So, WarioWare Incorporation. Was? Was macht Wario da? Alter, der Blick. Er bereit für meine Spiele, Mann? Oh, er hat doch welche zusammengekriegt. Was zum... Oh! Du Scheiße, ey. So, Leute, und jetzt seht ihr den eigentlichen Aspekt dieses Spiels. Es sind nämlich Minigames, wie der Titel das schon sagt, Minigame Mania. Bam, bam, bam. Und es sind an sich Quicktime-Events, würde ich mal fast sagen. Wow! Quicktime. Bam, 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 bam. So, das erste natürlich noch alles Tutorial. Anziehen. So, das sind halt unfassbar verschiedene Spiele. Ganz viele. Oh Gott. Okay, das war jetzt sehr einfach. Speed up! Einfach so ein Bier. Nein, ist natürlich nur Milch. Die Mucke, ey. Die Spiele machen, man muss aber sagen, dieses Spiel hat damals voll süchtig gemacht. Weil es so lustig war und so viel Spaß macht. So, Boxen. Boss. Minispiele gibt's auch. Oh, komm schon! Ah! So, damit ist quasi Tutorial erledigt. Ey, Wario ist so ein Trottel. Ey, die Geräusche, die Mucke und sowas alles, ey. Naja. Die Zähne, ey. Hey, gut gemacht. Jetzt kommt Jimmy. Der verrückte Typ am Anfang. Soll ich jetzt aber erstmal hier booten? Boote das System. So, und dann kann ich gleich mal wieder ein bisschen mehr erzählen. Oh mein Gott, Jimmy. Ja, nicht frei. Vor allem nicht frei, was soll das denn? Keine Daten. Nee, Leute, also, ihr seht schon, es sind ganz viele Minispiele und ganz viele verschiedene Personen, die Wario von alle angerufen hat. Und, es wird an sich ein 100% LP. Also, am Ende dieses Let's Plays wisst ihr, was ihr machen müsst, um das Spiel komplett absolviert zu haben. Aber zwei Sachen werde ich am Ende nicht machen können, weil das ist Farm oder Grinden, je nachdem. Und das würde zu lange dauern, vor allem weil es live ist und das wäre auch sehr langweilig. Aber ich erzähle dann, wenn es soweit ist, dazu mehr, ja. So, und hier mit dem Spiel wurde Wario auch so ein bisschen, hat Wario ja so eine neue Persönlichkeit bekommen, kann man ja fast sagen. Weil der jetzt dieser komische Rocker ist und dieser geldgeile Sack. So, okay, machen wir jetzt mal Jimmy. Der ist auch so ein ganz verrückter Typ, ey. Der ist in der Disco-Zucker. Was wird denn da gespielt für Mucke? Egal, Leute, Jimmy ist so ein oberkomischer Typ. So, du willst meine Spiele ausprobieren? Ja, sicher? Oh je, die Geräusche von dem. Okay, lass krachen. Let's go! Da gehen einfach direkt die Spiele los. Aber man hat an sich vier Versuche. Haben wir jetzt noch nicht gesehen. Wow. Haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Oh, yeah.
Ja, das sind vier Akkuladebalken und die habe ich nur zur Verfügung. Yeah! Hey, DJ! Hey, DJ, come on! Einlochen. Hätte auch was anderes sein können. Okay. Voll das W-Phone. So sind die Emojis entstanden. Ja, alles nur mit unter QuickTime. Und das Spiel ist natürlich auch nicht blind für mich. Deswegen wird das nicht unbedingt viel failig sein, sag ich mal. So, oh Gott. Wer sowas blind spielt, hat am Anfang bestimmt erstmal übelste Probleme, weil man halt nicht weiß, wie jedes Spiel funktioniert. Okay, oh Gott. Oh, auf ins Face! Verdammt. Bam, bam. Wow, wow, wow. Snowboarden, will ich unbedingt mal machen. Swing up! Hey, 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 DJ, come on. Man versucht immer gar nicht, was man lenkt und was nicht, ja, am Anfang. Jetzt kommt die Boss-Stage schon. So, was schlagen wir schlagen? Oh Gott. Okay, den schlage ich gerne. Wow! Wow! Rein ins Face. So, und das war's schon mit Jimmy. Deswegen, das Let's Play wird auch nicht lange gehen, tatsächlich. Ey, guckt euch die Typen an, ey. Yeah, wie der aussieht. Super Groove, Mann. Ich glaube auch. So, und jetzt, das ist auch das Lustige, am Ende versammeln sich alle an so einem Café. Und er ist jetzt der Erste, der ankommt? Ja, er ist der Erste da. Und da werden wir am Ende alle schön versammelt sehen. Ach, das ist schön. So. Mal wieder die Designs, ey. Geschafft, ey. Die nächsten drei erwarten dich schon. Oh mein Gott, drei. So. Ja, das Display kriegen wir heute noch durch, linker Seldina, auf jeden Fall. Aber erstmal wieder uploaden. So, oh, wir haben schon ein neues Spiel freigeschaltet. Guck mal hier. Zack. Hier gibt es ja nämlich auch noch alles hier, ne? Ihr seht schon, also das ist ja schon ein Indikator, wie viel noch rumherum kommt um die ganzen Charaktere. Kommt überall noch was rum. Hier auch die Lücke hier links oder die beiden Dinger hier oben. Also links von den beiden, wo ich jetzt gerade drauf bin. Da kommt auch noch überall was hin. Und das werden wir alles freispielen. Bis auf Ausnahmen, aber ist egal. So. Leute, wen soll ich jetzt machen? Wen soll ich zuerst machen? Mona? Die Coole? 9 Volt, den Nintendo-Nerd? Oder doch eher Dribble und den anderen Typen, die Taxifahrer? Die sind alle drei geil. Welchen soll ich machen, Leute? Okay, der Erste sagt schon, Mona! 9 Volt! Nimm 9 Volt, Mann. Ja, ich glaube 9 Volt. Ja, okay, ja, bisher wollen alle. 9 Volt, 9 Volt, 9 Volt. Dribble, 9 Volt, Ladies first. Aber hier doch nicht, Leute, hier doch nicht. Seid's fies. 9 Volt. Okay. Ja, ich denke mal 9 Volt, alles klar. Ja, der ist cool. Genre Nintendo. Ach, guck mal, die sind ja auch durch so eine Dinger hier. Warte mal, unten. So, Wario. Genre Intro-Spiel. Ja, du hast mich besiegt. Ah. Ich habe dich. Warte, kann ich den nicht irgendwie verschneller machen? Ich habe dich unterschätzt, Lump. Ja, bitte dir bloß nichts. Kann ich den nicht irgendwie schneller machen? Ups. Sieht gar nicht mehr, wie geht das irgendwie? Naja, okay. So, Genre Sport. Disco-Look, Jimmy. So, ich muss immer mal vorlesen. So, also, okay, 9 Volt, ja? Sein Genre ist Nintendo. Ah, ich bin 9 Volt. Ein Typ alter Schule. Du bist doch viel zu jung. Habe einen irren Mix aus Sounds und klassischen Nintendo-Spielen für dich. Geil. Knack 15 echte Klassiker. Genau, okay, gut. Okay, ich glaube, das brauche ich doch nicht mehr durchlesen. Die wissen alle, was die machen. So, 9 Volt geht zur Schule. Grundschule Diamond oder Diamant. Ah, der ist echt der coolste, weil der hat die geilsten Games.
Aha, Ninewolds Haus. Da hat einer ein Schiff auf seinem Dach. Oh mein Gott, ey. Das sind alle der Gamecubes. Wie viele Gamecubes hat der? Oh shit. Let's go. So. Und der hat nur so eine geile Spiele. Vor allem, wie der Lump einfach steht. Ja, und der hat den Virtual Boy, ja. Der hat auch den Virtual Boy, der hat alles. Hä? Nein! Oh Gott. Ich finde seine Aufmachung so geil. Oh Gott. Daneben! Du bist angeschlagen. Den habe ich gegeben. Cool, leicht. So, komm schon, du hast auch ein Zelda-Game. Wo ist der Zelda-Game? Zelda. Ja! Total einfach. Greifen! Oh, geben! Das geht so schön schnell, ey. Richtig geil. Boah, 0,4 Sekunden. Reaktionszeit, nicht schlecht. Oh, Virtual Boy. Und dann haben wir es gleich geschafft. Oh, der hat ja dieses Spiel, stimmt ja. Ich muss 6 davon treffen. Anfang. Ist ja noch nicht schwer. Aber der trickst doch manchmal. Ist aber, glaube ich, Stufe 1. Wow! Jedes Minispiel hat 3 verschiedene Levelstärken. Level 1, Level 2, Level 3. Und jetzt würde halt eigentlich alles nochmal von vorne anfangen, wenn wir nicht zum ersten Mal spielen würden. Und dann kommen halt Level 2 und am Schluss nochmal Level 3, die einfach nur alle schneller sind, die Spiele, und mitunter ein bisschen anders. Neueste Meldung! Jetzt kommt der einfach in sein Haus rein. Der Game Boy Advance SP ist da! Oh, geil! Hol dir einen! Ja klar, Mann! Er hat ja nur schon 4 Game Boy Advance da rumliegen. Alter, er ist ein Zurück in die Zukunft Fan. Yeah! Hui! Danke Shining Flame für deinen ersten Sub. Vielen, vielen Dank fürs Unterstützen. Guck mal, entweder hat Ninewolds übelst die krassen Eltern, die ihm einfach die Kohle in die Hand drücken. Und das Spiel ist sogar ein bisschen, das Spiel kam ja raus 2003, wenn ich mich nicht irre. Und da war halt echt so der Game Advance SP gerade da. Guck mal, da zockt er da unten und daddelt rum. Timo! Wow, Lump! Du hast's drauf! Ich geb mich geschlagen! Gewonnen! Lump! Ja, so hat uns Wario halt genannt, ne? Immer noch besser als Assi. So, haben wir wieder ein neues Spiel freigeschaltet. Und das sind sogar, das ist auch richtig cool, das sind 2-Player-Spiele, die man alleine an einem Gameboy spielen kann. Nur mit den L und R-Tasten. Halten halt zwei Personen halten einen Gameboy und zocken das denn. Zeig euch noch alles. So, aber jetzt erstmal, Leute, wartet mal. Ups. Okay, falscher Knopf. Jetzt kommt erstmal Mona dran. Mona. Im Eiscafé. Ach ja. Ach ja, da treffen die sich ja alle. Das ist der Ort, wo sie sich treffen. Da ist ein UFO im Hintergrund, okay.